Sehr verehrte Zuschauer und sehr verehrte Zuschauerinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Waffenträger auf Panzer 4, gespielt von Damina und Waffenträger auf Panzer 4, also ist hier oben, da, ist er butterweich, deswegen als Gegner immer darauf schießen und wenn ihr ihn fahrt, hofft, dass der Gegner hier irgendwo drauf schießt, weil da unten hat er wenigstens noch so ein bisschen Panzer rum. Aber ja, jeder, der normalerweise den kennt, der weiß genau, HE laden und vor oben in dieses Weltblech schießen. Er ist aus optischen Gründen eine Skurrilität, dieses Rohr, dieser Aufbau. Also es ist gefühlt ein fahrendes Rohr. Aber kann natürlich immer was passieren, gerade auf feuriger Bogen, wo wir uns hier befinden. Er ist mit seinem Tier 9 im mittleren Tierbereich. Es gibt auch 10er, dafür auch 8er und 7er Scouts, also für jeden was dabei. Da sehen wir schon die ersten Scouts natürlich und wir sehen auch schon den ersten D50, der sich hier gleich die erste Schelle einfängt. Das ist sehr mutig von dem, dass man da so in die Mitte gleich fährt mit einem Medium und dann auch so lange da oben verweilt. Das, ja, muss man erstmal machen. Jetzt hier die Arti hält schon auf den Jagdpanzer. Hat er Glück, dass er nur so wenig Struktur verliert, dass er da so schlecht getroffen wird. Weil eigentlich ein tolles Ziel, so ein Jagdpanzer. 0 zu 2 steht schon für den Gegner. Der hat schon geschafft, direkt zwei Scouts rauszunehmen. Und diese sind eigentlich essentiell wichtig auf dieser Karte. Er hat jetzt hier leider noch einen Reload gehabt, sonst hätte er dem AMX da zumindest mal eine drücken können. Schade, schade. Und hier T69, das hier steht, ist schon spannend. Der Leopard da oben, na gut. Gut, da wollte er eigentlich den AMX, aber er denkt sich, den SP-110 nehme ich natürlich auch, wenn der da so praktisch in den Schuss fährt. Hauptsache mal der erste Scout weg. Das ist wichtig. Und der EN-100 auch gleich mal in die Seite gemlömmelt. Sehr fein. Und der AMX hatte auch so gewartet, dass er unbedingt eine platziert haben wollte. So, ja, der T69 steht da. Die anderen stehen da auch. Das sieht der Leopard unglaublich. Der Sichten. E75 kämmt auch. Also es ist unglaublich statisch, dieses Gefecht von den Spielern her. Der T71 wiederum von seinem Team steht im Camp. Kann es aber leider nicht cappen, weil da wohl auch ein Gegner drin steht. Das heißt, auch da ist Statismus angesagt. Also sehr kurios. Gerade dafür ist eigentlich gut, immer Artis zu haben, aber die Artis können natürlich jetzt hier nicht wirken, wenn keiner irgendwo ansatzweise was aufdeckt oder mal nach vorne fährt. Das ist einfach gerade nichts möglich. Da ist endlich was offen. Und da ist auch was. Also jetzt kommt da langsam Bewegung ins Gemüt. Jetzt ist er gekettet. Das dürfte seinen Hit bedeuten und wahrscheinlich auch sein Tod sein. Vom WZ ist schon wieder... Ja, der WZ ist durch. Da ist er auch weg. Hat der E75 fein gemacht. So, jetzt blöppt langsam wieder ein bisschen was an Gegnern auf. Oh, der Jagdpanzer trifft da den E50 und lässt noch 13 Struktur stehen, die der Leopard dann genüsslich wegzieht. So, und da hinten jetzt der EN-100. Aber leider kommt er da nicht so drauf. Ist natürlich auch die Problematik der unglaublich schlechten Gun Depression von dem Panzer, den er hier fährt. Der Waffenträger, der ist einfach dafür in keinster Weise bekannt. Der T-34... Ja, der war jetzt auch mal schnell aus dem Gefecht. Also es sind schon hier spannende Kanonen am Start, die schnell den HP-Pool reduzieren. VK. Ah, zu wenig Silhouette, zu schwieriger Schuss. Trifft dazu leider nicht. Da hätte man lieber hier auf den EN-100 geschossen. Zieht sich jetzt aber wieder gut zurück. Und jetzt ist es spannend. Der T-71 ist nämlich mittlerweile auch schon tot. Jetzt stehen die Leute im Cap-Point. Die Leute fahren auf den Hügel langsam auf, der AMX-50 bewegt sich drüben auch. Also jetzt setzt der Gegner hier sein Team hier unter Druck.
Jetzt müssen sie agieren. Also irgendwas muss jetzt passieren. Der EN-100 kommt da hinten wieder hoch. Den kann er noch eine geben. Genau. Der hat da schon viel zu oft da hochgeschaut, ohne dass er mal eine reinbekommen hat. Weil wenn der da wartet, kriegt er gleich noch eine. Aber so. So ein Timing. Ja! Was ein schöner Schuss. Der war nicht leicht auf die Entfernung, aber hat gut geklappt. Nun, noch 30 Sekunden. 6 zu 5 für sein Team. Bringt ihm aber nicht viel, wenn hier nicht decapped wird. Noch 15 Sekunden. Jetzt wird es ganz spannend da drüben. Er selber will hier noch den VK eine geben. Wir gucken jetzt mal Richtung Cap. Was da drüben passiert. Da drüben jetzt haben wir den EN-100 offen. 3 Sekunden. Und da wurde aber im letzten Moment noch gedecapped. Und zwar den T-32. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Alter Verwalter. Jetzt stehen sie auch im Cap. Also jetzt geht auch der Timer nicht mehr weiter. Hat der Leo vollen Einsatz gezeigt. Muss man mal sagen. Hat er jetzt auch mit seinem Leben bezahlt. Aber stand lange oben. Aber hat dann am Schluss dann doch noch die richtige Entscheidung für sein Team gefunden, der Leo. Trifft er leider den VK nicht. 8 zu 7 steht es jetzt für sein Team. Und jetzt komm, gib dem VK. Gib ihm. Ja, genau. Und jetzt Jagdpanzer, mach ihn weg. Oh nein, der Jagdpanzer hat jetzt noch ein AMX an sich dran. Jetzt hoffe ich, dass er hier seinen Jagdpanzer verteidigen kann. Macht er sehr schön. Weg mit dem kleinen Parasiten, der ihn da nervt. Er schreibt auch Thank you. Der Jagdhans weiß natürlich ganz klar, wem er da sein virtuelles Leben zu verdanken hat. Jetzt ist noch die AT am Leben. Thank you, NP. Und dann kommt der andere mit. Fuck you. Na, wie soll es anders sein? Wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. So. Also er hat hier noch volle Struktur. Also er kann sich auf jeden Fall auch im Zweifel mal einen einfangen. Wobei vielleicht nicht unbedingt vom AMX 5100, weil der macht dann doch sehr unangenehm sehr viel Schaden. In kürzerer Zeit. Aber jetzt kann er hier mal drüber gucken. Wobei vielleicht nicht ganz aggressiv drauf fahren, weil... Ja, der AMX und der E75. Oh, nee, das ist der AMX. Ach, den AMX, der ist ein One-Shot. Ja, er macht den AMX, sehr schön. Jetzt genau, stell dich dahinter. Warte hier ab, bis du nachgeladen hast. Dann, ja, jetzt steht er perfekt. Jetzt kann er dem eine geben. Oh, das verpasst er leider. Das ist der AMX 50B auch noch. Oh, jetzt schießt der AMX 50B auch noch auf ihn. Oh, Arti trifft, macht den AMX 50 weg. Jetzt auf die Kommandantenkuppel. Und jetzt ist die Frage, stirbt er jetzt? Schwieriger Schuss und er macht ihn noch. Sehr schön. Da macht er den Schuss noch und zerstört den E75, der hier hinten in Feuer und Flammen aufgeht. Sau gut, sau schön. Schade, dass es nur 5 Kills waren, aber 6000 Schaden. Wie gesagt, zwischenzeitlich wurde es sehr spannend. Sein Team war sehr statisch, aber unterm Strich hat dann alles noch geklappt, auch wenn es ein bisschen knapper war. Naja, nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Rambas, und ja, hab ich alle lieb. Tschüssi!